Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschichtsinteressierte hier im Raum und wie gewohnt mittlerweile seit jetzt schon 3 Jahren auch zu Hause an den Bildschirmen. Wir freuen uns über Ihr Interesse an Münsters Stadtgeschichte. Heute haben wir einen besonderen Vortrag, der einen sehr langen Zeitraum in den Blick nimmt. 850 Jahre Geschichte, also wirklich etwas Besonderes. Das am Beispiel von St. Ludgeri. Ich möchte Ihnen den heutigen Referenten einmal ganz kurz vorstellen. Ansonsten kennen Sie das Verfahren, dass wir erst den Vortrag hören und im Anschluss auch Gelegenheit nochmal zur Diskussion ist. Also wir freuen uns über Fragen und Anmerkungen, das werde ich dann moderieren. Mein Name ist Philipp Erdmann, ich komme aus dem Stadtarchiv und bin hier heute mit dem Kollegen Michael Jerusalem und wir heißen Sie alle ganz herzlich willkommen. Ganz besonders willkommen heiße ich Dr. Jörg Wunschhofer, unseren heutigen Referenten, mit einem, auch einer speziellen Vita. Also von Haus aus ist er diplomierter, auch promovierter Chemiker, der aber auch seit mindestens 40 Jahren schon mittlerweile auf genealogische, geschichtswissenschaftliche, eigene Forschung zurückblicken kann. Und ich glaube, seit dieser Zeit auch als einer der intensivsten Nutzer der Münsteraner Archive gelten darf. Aus diesen quellengesättigten Forschungen sind zahlreiche Publikationen entstanden, vor allen Dingen zur Familienforschung, auch Kirchengeschichte Münsters und des Münsterlandes. Eins seiner Langzeitprojekte ist die Geschichte des Domkapitels zu Paderborn. Ansonsten bilden tatsächlich Münster und Beckum die räumlichen Kerne von Jörg Wunschhofers Forschung. Davon abgeleitet wird er uns heute auch Einblicke in die Geschichte der Gemeinde und Kirche St. Ludgeri geben, die als Kollegiatsstiftung enge familiäre Verbindung zwischen Münster und Beckum aufweist. Unter den zahlreichen Publikationen gibt es neben der Bistumsgeschichte Paderborns und Beckum, was ich gerade schon erwähnt hatte, auch Veröffentlichungen zum Münsteraner Domkapitel. Immer wieder spielen Familien da eine Rolle, die teils über Jahrhunderte auch ganz eng mit Münsters Stadtgeschichte verwoben waren. Zahlreiche Beiträge in der Westfälischen Zeitschrift oder in den Beiträgen zur westfälischen Familienforschung, für die Jörg Wunschhofer auch über Jahre als Herausgeber fungierte, lassen sich noch anfügen. Einiges werde ich gleich auch noch rumgeben, was wir hier bei uns in der Bibliothek haben. Jörg Wunschhofer ist nämlich auch Vorsitzender der Westfälischen Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung. Kurz vor der Veröffentlichung steht eine Edition von Akten und Urkunden des Schwesternhauses Blumenthal zu Beckum, von 1375 bis 1806. Das wird zeitnah in der Schriftenreihe der Historischen Kommission zu Westfalen erscheinen. Ich darf vielleicht auch noch vorwegstellen, dass wir uns noch über weitere Veröffentlichungen und Forschungen zur Kirchengeschichte Münsters und zum Münsterland freuen dürfen. Und bevor ich gleich Dr. Jörg Wunschhofer das Mikrofon überlasse, möchte ich noch einmal auf unseren nächsten Themenabend hinweisen. Am Donnerstag, dem 25. Mai, wird Günther Sowa ebenfalls ab 18 Uhr das Leben des Verlegers Josef Wienerius in all seinen lokalen und regionalen Verflechtungen rund um die NS-Zeit in den Blick nehmen. Sie haben das Wort. Ja, danke Herr Erdmann für die ausführliche und freundliche Einführung. Ja, meine Damen und Herren, es ist fast ein stilles Jubiläum, würde ich sagen, 850 Jahre St. Ludgeri. Die Arbeit an St. Ludgeri dauert schon seit knapp 20 Jahren an. Ja, ich glaube so 2002, 2003 ist diese Arbeit entstanden. Und wir wollen einfach mal einen Streifzug durch die Geschichte machen mit einem gewissen Schwerpunkt, natürlich zum Jahr 1173. Als Einstimmung zunächst ein Bild aus dem Hause Hund, die Ludgeri-Kirche aufgenommen um 1880. Schreiten wir erstmal zur Begrifflichkeit. Das heißt, ich möchte Sie natürlich begrifflich abholen, über was reden wir hier überhaupt. Wir reden hier nicht über eine einfache Pfarrkirche, sondern um eine Kirche, die eine Institution in sich barg, wie auch viele andere Kirchen, aber auch besonders in Münster. Und zwar geht es um den Typus der sogenannten Dom- und Stiftskapitel. Die Dom- und Stiftskapitel sind materiell ausgestattete Kollegien von weltlichen Klerikern. Weltlich ist das Gegenteil von Ordensklerikern. Das heißt also, gewöhnliche Priester, wie Sie sie kennen, das sind weltliche Kleriker.
und zwar verschiedener Weihegrade, den sogenannten Dom- oder Stiftsherren oder Kanonikern. Da gibt es verschiedene Begriffe, die halt in den Quellen im Umlauf sind. Sie leben nach eigenen Satzungen den Kanones, und weil sie halt eben nach diesen Satzungen leben, nennt man diese Kleriker Kanoniker. Es gab im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation über 750 sogenannter Kollegiatkirchen oder Kollegiatstifte. Beide Begriffe sind quellenmäßig im Umlauf. Hier in Westfalen ist aber interessanterweise Kollegiatkirche vorherrschend. Diese Kanoniker sitzen an einer meist größeren Kirche oder auch Domkirche unter Leitung eines Propstes oder Dechanten, und sie gestalten den Gottesdienst und das Chorgebet besonders feierlich. Nächster Punkt. Das Stiftungsvermögen, also die Grundausstattung, war in eine feste Anzahl, das ist ganz wichtig, an Klerikerstellen aufgeteilt. Man nennt diese Stellen Kanonikate oder Präbenden. Beide Quellenbegriffe kursieren ständig und sind als Synonym anzusehen. Die Kanoniker wohnten in einzelnen Kurienhäusern. In unmittelbarer Nähe der Kirche führten ihren eigenen Haushalt und hatten ein eigenes Vermögen. Kanoniker legen, weil sie Weltpriester sind, keine Gelübde ab. Und auch damit die Trennung, die begriffliche Trennung nochmal deutlich wird, ein Stift oder eine Kollegiatkirche ist kein Kloster. Das sind zwei Paar Schuhe. Wird gerne verwechselt oder gerne mal zusammengezogen, klares Nein. Wo gibt es diesen Kirchentypus? Ich hatte ja schon angedeutet, dass es rund 750 Institutionen dieser Art gab. Und in Münster, wer steht natürlich an erster Stelle? Der Dom, das Domkapitel. Wenn Sie also ein Beispiel suchen, wie solche Institutionen funktionieren, wir sind hier in Münster, der Begriff Domkapitel ist, denke ich, den meisten präsent, es ist in greifbarer Nähe, dann schauen Sie sich das an. Welche Kirchen sind noch? Die älteste in Münster, St. Mauritz, vor Münster, östlich, um 1064. Der alte Dom, das ist ein Spezialfall, das ist ein Gebäude, was nicht mehr existiert. Das stand in der Nähe, wo heute am Kreuzgang das Offizialat ist. Dann St. Ludgeri um 1173 und schließlich St. Martini um 1187. Also es gab insgesamt vier dieser Institutionen in Münster. Damit aber nicht genug. Jetzt kommt die nächste außerhalb, nämlich dort, wo ich herkomme, Beckum, St. Stephanus. Und das ist schlicht und einfach der Auslöser für das Interesse an diesen kirchlichen Institutionen. Es ist gegründet worden 1267. Dülmen, St. Viktor, feiert auch in diesem Jahr 700 Jahre. Horstmar, St. Gertrudis. Und Borken, St. Remigius. In allen Fällen bei den Kirchen, die außerhalb Münsters sind, sind diese Institutionen schon an bestehende Pfarrkirchen praktisch hinzugestiftet worden, und damit wurde sozusagen der kirchliche Betrieb erweitert und aufgewertet. Jetzt gucken wir auch mal ein bisschen außerhalb. Ich nehme ein paar wenige Beispiele von außerhalb. Soest, St. Patrocli, kennen viele von Ihnen, sehr großer Kirchenbau, da ist das schon 965 entstanden. Wiedenbrück, östlich der Bistumsgrenze, St. Egidii et Caroli Magni, 1259. Und jetzt mal ein Beispiel weiter weg und in einem Gebiet, wo Sie es nicht vermuten würden, in Bielefeld. St. Marien, das ist die sogenannte Neustädter Kirche, ist in der Innenstadt von Bielefeld, auffälliges Gebäude mit einem Doppelturm und extrem hohen Spitzenturmhelmen, kann man schon von Weitem erkennen. Das hat auch bis 1810 bestanden. Und halt eben weitere Beispiele, die ich jetzt erstmal außen vor lasse.
Jetzt kommen wir zum Objekt der Begierde, zur Urkunde von 1173. Wenn Sie jetzt erwarten, dass da so eine richtig schöne ausgefertigte Urkunde ist, schön mit Siegel und mit toller Schrift, muss ich Sie leider enttäuschen. Die Urkunde ist im Original nicht erhalten, sondern als Abschrift. Und zwar halt eben im Landesarchiv in Münster. Früher hieß das ja mal Staatsarchiv. Und das ist also im Grunde genommen ein Kopiar, eine Pergamentabschrift etwa um 1400. So sehen die beiden Seiten aus. Die Urkunde beginnt hier links unten. Wir gucken gleich näher noch drauf und setzt sich dann auf der nächsten Seite fort und endet dann hier. Auch ist der Erhaltungszustand über die Jahrhunderte bedauerlich gewesen. Sie sehen hier, da sind weiße Stellen, das ist mal restauriert worden. Auch das Pergament ist mal halt eben dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen, aber man hat es halt durch Restaurierung und Festigung entsprechend retten können. Sie ist, wie gesagt, eine Abschrift des 14. Jahrhunderts. Und worum geht es? Ludwig, Bischof zu Münster, er amtierte von 1169 bis 1173, gibt der Kirche St. Ludgeri, in Latein hier wiedergegeben, Sancti Ludgeri Ecclesiae. Was gibt er ihm? Der beschreibt es noch näher, die zu seiner Zeit im südlichen Teil der Stadt Münster gegründet ist, auch wieder in Latein, qui tempore meo in Australi parte monasteriensis civitatis fundata est. Ich denke mal, dem kann man auch mit kleinen Lateinkenntnissen durchaus folgen. Und was gibt er? Das Erbe oder Gut Mansum in Wargebecke zur Ausstattung einer priesterlichen Präbende. Da kommen wir gleich noch näher hin. Zeugen sind das Domkapitel, der Dompropst Bernhard, der Domdechant Engelbert, der Vizedominus Franco, der Magister Siegfried, der Domkellner Bernhard und noch weitere Mitglieder des münsterischen Domkapitels. Das heißt, das war also schon eine etwas größere Angelegenheit. Der Bischof urkundet, das Domkapitel ist Zeuge, also war das keine kleine Stiftung. Und am Rand steht halt eben, weil es aber halt eine Abschrift des 14. Jahrhunderts steht, de dote decanatus, das ist die Ausstattung sozusagen des Dekanats, da komme ich gleich drauf, also im Grunde genommen der ersten priesterlichen Stelle, also der Chefstelle in St. Ludgeri. Jetzt gehen wir näher rein und schauen uns das mal vergrößert an. Ich will nicht alles durchgehen, ich will nur auf ein paar interessante Punkte hinweisen, in nomine sancte et individue trinitatis, nicht? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, der heiligen Dreifaltigkeit. Ego Ludovicus Dei Gratia Monasteriensis Ecclesiae Dictus Episcopus. Das ist also die Titulatur. Damit wissen wir, Bischof Ludwig ist das. Und worum geht es? Hier steht es, Sancti Ludgeri Ecclesiae, vielleicht erinnern Sie sich noch an den Text, qui tempore meo in Australi parte monasteriensis civitatis fundata est. Und was wird übertragen? Das Mansum in Wargebeke. Dann finden Sie weiter unten die Datierung. Facta autem sunt hec anno domini incarnationis 1000, das C 100, LXX ist die 70 und die 3 geben in Summe 1173. Und hier unten sind die besagten Zeugen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, Bernhardus Majoris Ecclesiae Prepositus, das ist also der Dompropst, Engelbertus Iustem Ecclesiae Decanus, also der gleichen Kirche Dechant, der Domdechant, Franco Vizedominus und die anderen Personen, die ich Ihnen vorhin genannt habe.
Das ist also letztlich das Schriftstück, was sozusagen das Jubiläum auslöst und im Grunde genommen die früheste sichere Erwähnung von St. Ludgeri in Münster ist. Gehen wir weiter. Wo war denn dieses Gut Wargebecke? Das ist so richtig noch nicht geklärt. Es ist ein Bereich zwischen hier teilweise der Geiststraße. Hier ist die Gabelung von Hammerstraße und Geiststraße. Die geht hier rüber, wo die Geiststraße etwa in die Weseler Straße einmündet. So in der Ecke ist hier dieses Gebiet Wargebecke und irgendwo in der Nähe ist das zu suchen. Genau ist das bis heute noch nicht bestimmt worden, wäre eine Herausforderung, das mal aufzuknacken. Dann wollen wir uns mal kurz über die Ereignisse nach 1173 informieren. Das haben wir jetzt gerade behandelt, den Erwerb des Mansum in Wargebecke, das ist der erste Akt. Die zweite Urkunde, die überliefert ist, ist von 1178, in dem Franco von Wettringen unter anderem der neu errichteten Kirche St. Ludgeri seine Güter in Emstetten vermacht. Und durch Nachverfolgung bis halt zur Aufhebung handelt es sich exakt um die Erben Elferich, Meinert und Upphoff, alle in der Bauerschaft Austum im Kirchspiel Emstetten. Die sind eindeutig identifizierbar. Das heißt also, damit hat man auch gleichzeitig sicherlich die älteste Erwähnung dieser drei Hofstätten für Emstetten, für diese drei mit drin. Das ist die Basis von drei weiteren Kanonikaten oder Präbenden, also geistlichen Stellen. 1185, auch wieder eine wichtige Erwähnung, nämlich Theodericus Sancti Ludgeri Decanus. Wenn man also sozusagen den frühesten Zeitpunkt oder den sicheren Nennung haben will, kann man sagen, spätestens 1185 war aus einer einfachen Pfarrkirche halt eben das Kapitel entstanden. Wenn ein Dekanus genannt wird, heißt, ist das ein klares Indiz, das Kapitel ist da. Davon nicht genug in einer gleich anderen Urkunde, aber aus dem gleichen Jahr ist ein Theodericus Sancti Ludgeri Prepositus genannt. Das ist ein Mitglied des Domkapitels, der gewissermaßen die Aufsicht über St. Ludgeri sozusagen von der kirchlichen Obrigkeit hat. Da komme ich aber gleich noch drauf. 1189 wird ein Zehnt in Emstetten erworben, damit werden also die Einkünfte allmählich aufgestockt. Und auch ebenfalls um 1189 geht es um die Regelung der Beziehung zwischen St. Lamberti und St. Ludgeri, denn St. Ludgeri ist vollständig aus dem Kirchspiel von St. Lamberti herausgenommen worden. Und wenn halt eben die Filialkirche in diesem Fall von St. Lamberti sozusagen sich gerade etabliert hat, gibt es mit Sicherheit noch Details zu regeln und in diesem Fall halt eben die Angelegenheiten bezüglich der Begräbnisse. Als Ergebnis kann man daraus ziehen, dass zwischen 1178 und spätestens 1185 die Kapitelsgründung erfolgt ist, sodass also aus der Pfarrkirche, wie eingangs gesagt, eine kirchliche Institution geworden ist, wobei die Pfarre natürlich bleibt. Damit nicht genug. Wir haben vier dieser Stellen identifiziert, 1173 und dreimal 1178, dann war 70 Jahre lang nichts und dann entstehen weitere Zustiftungen, bis die Anzahl von 12 erreicht wird. Das war häufig bei diesen Kapiteln der Fall, dass man versuchte, halt die Anzahl der Apostel zum Vorbild zu nehmen, also die Anzahl von 12, kirchliche Zahlensymbolik, und durch weitere Zustiftungen von 1250 bis 1300
sind halt eben die weiteren Präbenden oder Kanonikate gestiftet worden. Auch ist bei denen vermerkt, aus welchen Einkünften sie sich speisen. Hier zum Beispiel Eckesbecke in Rinkerode. Eckesbecke ist die Bauerschaft Eikenbeck in Rinkerode und durch weiteren Quellenvergleich konnte ich rausbekommen, dass es sich um das Erbe Brunze in der Bauerschaft Eikenbeck handelt. Dann, das ist noch unklar, ob es Greffen oder Gräfen ist, da gibt es in den Quellen immer wieder die gleichen Schreibweisen, da muss man halt eben mitunter kräftig nachhaken, welcher von den beiden Orten das ist. Hobbelt in Handorf, dann wieder aus Isendorf in Vorhelm, hier haben wir das Gleiche. Isendorf ist eine Bauerschaft von Vorhelm. Das Erbe hat sich dann hinterher als Lielmann in Vorhelm herausgebildet. Dann Niesing in Sprakel, wird später unter Niesmann in Sprakel geführt. Dann zwei bekanntere Namen, Große und Lütke Wentrup in Hiltrup. Und dann noch ein Gut Zwedering in Ramsdorf, also deutlich westlich im äußeren Westmünsterland. Das war also die Grundausstattung der 12 Kanonikate. Wie ist ein solches Kapitel zusammengesetzt? Wie eingangs gesagt oder vorhin gerade gezeigt, 12 Kanoniker. Einer ist der Chef, das ist der Dechant. Der ist der Leiter des Kapitels und vertritt es nach außen. Dann gibt es innerhalb des Kapitels Ämter, das ist der Scholaster. Da steckt das Wort schon drin. Derjenige, der den Schulbetrieb die Verantwortung hat, er muss nicht unbedingt selber Lehrer sein, sondern er ist dafür zuständig, dass der Schulbetrieb läuft und entsprechende Lehrkräfte eingestellt werden, die das Kapitel unterhält. Das nächste ist der Thesaurar. Der Thesaurar, da steckt das Wort, im Spanischen ist es etwas deutlicher oder auch im Französischen, Tresor, das ist der Schatz. Und der Thesaurar ist derjenige, der die Verantwortung über den Kirchenschatz hat und letztlich auch über die Finanzen. Der Senior ist im Grunde genommen kein eigenes Amt, sondern eine Eigenschaft. Der Senior ist immer derjenige, außer dem Dechanten, der das älteste nach Mitgliedsjahren Mitglied des Kapitels ist. Das heißt, wenn es mal Unstimmigkeiten zwischen dem restlichen Kapitel gab und dem Dechanten, war der Senior sozusagen derjenige, der die Interessen der anderen Kanoniker, wenn es zu Konflikten kam, gegenüber dem Dechanten vertrat. Der Senior konnte auch die Leitung übernehmen, nämlich dann, wenn das Dekanat gar nicht besetzt war. Solche Zeiten gab es bei St. Ludgeri auch. Dann urkunden halt eben Senior und Kapitel und nicht Dächernd und Kapitel. Dann der eingangs genannte Propst. Im Propst steckt das lateinische Wort Prepositus drin und Prepositus heißt der Vorgesetzte. Und in diesem Fall ist es der Vorgesetzte außerhalb, der also nur die Aufsichtsfunktion über das Ludgeri-Kapitel hat. Und der ist ausnahmslos ein Domkapitular. Das heißt, wenn also irgendwelche Dinge zu regeln waren, zum Beispiel Vermögensveränderungen oder so, dann urkundete man nicht selbst, sondern stimmte sich mit der Obrigkeit ab, in diesem Fall mit dem zuständigen Propst, und dann wurde gemeinsam geurkundet. Ganz wichtig ist, er steht außerhalb des Kapitels. Das heißt, er kann dort im Kapitel nicht mitreden. Er kann also nicht kommen und irgendetwas fordern oder einbringen. Der Propst hatte auch noch eine weitere Funktion, die mit Ludgeri im Grunde genommen gar nichts mehr zu tun hat. Nämlich er war Archidiakon über die vielen hier aufgelisteten Kirchspiele, das heißt darüber hatte er die geistliche Aufsicht. Das ist heute, wenn man im Grunde genommen der Weihbischof eine Visitationsreise in den Pfarreien unternimmt. Das heißt, sie hatten das Visitationsrecht. Ja, wie wird man Kanoniker?
Man wird Kanoniker dann, wenn eine Stelle frei wird. Die Anzahl dieser Kanonikate ist konstant, nämlich 12, und es kann nur ein neuer aufgenommen werden, wenn vor eines dieser Kanonikate frei wird. Ein 13. kann nicht aufgenommen werden. Das geschieht auf zwei Wegen, indem jemand die Stelle freiwillig abgibt oder halt er eben verstirbt. Und wer vergibt das Kanonikat? Abwechselnd der Bischof bzw. der Papst. Der Papst natürlich nicht selber, sondern die römische Kurie. Und zwar abwechselnd nach einer in ihrem Monat durch Tod eingetretenen Vakanz in St. Ludgeri. Das heißt, wenn also ein Kanoniker im Februar starb, dann hatte der Bischof das Recht, das Kanonikat nachzubesetzen. Starb ein Kanoniker im Mai, musste der neue Kandidat sich eine päpstliche Urkunde bei der römischen Kurie besorgen. Dann werden sie aufgenommen, wenn alles in Ordnung ist. Der erste Schritt ist die Possession, das steckt auch im Wort drin, nämlich den Sitz im Kapitel zu erlangen. In diesem Fall legt man die Zeugnisse vor zur Verleihung, das heißt also eine Urkunde, dass ihm das Kanonikat verliehen wurde, dann natürlich ein Geburtszeugnis und das Zeugnis der ersten Tonsur, mit der man unter Beweis stellt, dass man zumindest im geistlichen Stand ist. Dann wird das bei dieser Aufnahme, das gleiche Prozedere finden Sie bei der Investitur eines Domherrn im Münsterischen Dom, wird zuerst das Glaubensbekenntnis gesprochen, und zwar das Große. Es wird auf Verfassung und Statuten des Kapitels geschworen, dass man die einhält. Es wird das Birett aufgesetzt und der neue Kanoniker wird zum Chorgestühl geführt. Der zweite Schritt ist die Emanzipation. Das heißt, man legt wieder die Zeugnisse der Geburt vor, dann der erhaltenen Subdiakonatsweihe und des Studiums. Das heißt also, zur Possession konnten also auch durchaus 14-Jährige gelangen. Sie waren ja halt eben in dem Sinne keine vollen Geistlichen, nur im geistlichen Stand, machten ihre Schulausbildung, bezogen durchaus schon Einkünfte. Und wenn sie halt das passende Alter erreicht hatten und das Studium absolviert hatten, wurden sie emanzipiert und damit wurden sie dann volles Mitglied. In diesem Fall ist man nur formell Inhaber der Stelle, hat aber noch nichts zu sagen. Und dann zeige ich Ihnen mal ein Beispiel aus dem Dom zu Münster. Das habe ich mal selber aufgenommen. Hier wird also bei einer Investitur eines Domherren das Birett aufgesetzt. Die Chorkleidung der Ludgeri-Kanoniker war in der Regel schwarz, also eher wie ein Domvikar, wie Sie es zum Beispiel hier sehen. Dann wäre entsprechend ein schwarzes Birett zu sehen. Aber hier haben Sie die Parallelität zwischen den überlieferten Regeln und so, wie sie auch heute praktiziert werden, decken sich. Also ich kannte das vorher und als ich das erste Mal im Dom saß und das sah, dachte ich, es läuft wie ein Film ab, das kennst du doch schon. Damit aber nicht genug. Jetzt setzten noch Stiftungen von Altären und besonderen Messstiftungen ein. Und zwar mit den sogenannten Vikarien. Was ist der wesentliche Inhalt dieser Stiftung? Was ist der Zweck? Bei solchen Urkunden ist natürlich zuerst mal der Aussteller genannt, in der Regel der Bischof oder der Generalvikar. Es ist ja eine Hinzustiftung an eine kirchliche Institution, das konnte man nicht mal so eben machen. Das bedurfte natürlich auch höherer Bekundung höheren Ortes. Dann wird der Stifter genannt, dann der Stiftungszweck, nämlich in den meisten Fällen Gedächtnis für irgendeine Person oder einen Personenkreis. Natürlich ist damit immer verbunden die Verbesserung des Gottesdienstes, nicht? Je mehr Altäre, je mehr Messfeiern sind, umso besser. Pro divini cultus augmento. Der Name der Vikarie, also das Patrozinium, wird genannt. Die Einkünfte werden festgelegt.
In der Regel sind es halt Renten oder in, bei gut dotierten Vikarien auch Höfe, durch deren Einkünfte halt eben die Vikarie finanziert wird und der entsprechende Geistliche für seine Tätigkeit entlohnt wird. Gegebenenfalls wird der erste Inhaber genannt, vielleicht auch sogar der zweite. Wer besetzt diese Altäre und die Vikarien? Meistens Dächernd und Kapitel. Außer man hat eine Verwandtenstiftung und hier steht ein Wort, was Sie, wo Sie vielleicht denken mögen, das stammt aus unsäglichen Zeiten unserer Geschichte. Nein, es ist ein Quellenbegriff. Das heißt also, man spricht tatsächlich von einer Vikarie in sanguine, sive familia, wenn eine solche Familienstiftung vorliegt. Das hat natürlich den exklusiven Vorteil, dass die Familie selber sagt, wer bekommt die Vikarie und in der Regel einer aus der eigenen Sippschaft, der dann natürlich für das Seelenheil der eigenen Familie betet. Das heißt, wenn eine Familie gut ausgestattet ist, vermögend ist, hat sie durchaus solche Seelenstiftungen sozusagen fast privat an einer Kirche errichtet. Dann wird natürlich über die zu haltenden Messen berichtet und der Vikar soll mit den Kanonikern zusammen am Chorgesang, am Chorgebet teilnehmen. Welche Vikarien wurden gestiftet? Die Zahlen brauchen Sie sich nicht zu merken. Es ist nur einfach ein Zeichen der Patrozinien und einfach der Menge und der Größenordnung. Die erste Stiftung 1327, St. Jakobi. 1352 St. Katharine, 1458 Crucis et Jacobi Minoris. In diesem Fall ist nämlich der Jacobi der Jacobi Majoris, denn es gibt ja zwei Apostel Jakob. Beate Maria Virginis, also unserer lieben Frau, der Dreifaltigkeit, dem Heiligen Grab. Dann wurden zwei Chorkaplaneien eingerichtet, da ist kein Patrozinium genannt, die sollen den Dechanten noch bei der Messe unterstützen. Und 1509 wird eine zweite Trinitatis-Vikarie eingerichtet und da steht explizit bei in sanguine Mumme. Das heißt, eine Familie Mumme, die recht begütert war, hat hier in Münster eine solche Vikarie gestiftet. Interessanterweise mit dem gleichen Patrozinium, hat natürlich den Vorteil, man braucht dafür keinen neuen Altar zu errichten, sondern es waren halt eben zwei Stellen an einem Altar und je nachdem wie die Messzeiten sind, musste man halt eben zusehen, dass man sich nicht ins Gehege kam. Denn ein Altar bauen kostet Geld, man braucht den Platz und wenn man halt eine Stiftung macht, wo vielleicht schon ein Altar ist, kann man sich das sparen. Dann gab es Anpassungen ab 1608. Es ist sehr häufig zu beobachten, das kenne ich durch Vergleich von St. Ludgiri, St. Martini und Beckum, dass ab den 1570er, aber schon spürbarer ab den 1580er Jahren, die allgemeine Geldentwertung sich bemerkbar macht und die Einkünfte, die sich ja nominell nicht ändern, zum Unterhalt der Kleriker nicht mehr ausreicht. Wenn Sie also Einkünfte von zwei Reichstalern im Jahr 1300 haben, dann sind die zwei Reichstaler im Jahr 1550 gewiss nicht mehr das gleiche wert, haben also eine deutlich geringere Kaufkraft, sodass also unterm Strich inflationsbedingt die Einkünfte sanken. Das führte dazu, dass das so knapp wurde, dass man zwei Kanonikate 1680 aufgelöst hatte. In diesem Fall waren zwei Kanoniker innerhalb weniger Monate im Jahre 1608 gestorben. 1607 hat man sich vom Bischof die Genehmigung geholt und dann nach deren Tod die Kanonikate aufgelöst, nicht mehr neu besetzt, sondern das Vermögen in den gemeinsamen Topf gegeben, damit die anderen damit einigermaßen über die Runden kamen. 1671 wurde auch eine der genannten Vikarien aufgehoben.
Das war es dann aber glücklicherweise. Bei St. Martini ist das ein bisschen anders und bei Beckum ist das auch zeitlich wieder anders. Aber in fast allen Kirchen sind solche Prozesse zu beobachten, dass man mit der geschaffenen Struktur des Mittelalters irgendwann finanziell nicht mehr klarkommt. Und damit sind es dann nur noch 10 Kanonikate und 9 Vikarien, die halt eben Klerikern ihr Auskommen und ihre Arbeit sicherstellten. St. Ludgeri ist aber nicht nur eine kirchliche Institution, sondern schlichtweg auch eine Pfarre. Hier ist das Kirchspiel St. Ludgeri. Ich weise noch mal deutlich darauf hin, dass das hier die sogenannten Kirchspielsgrenzen sind. Das ist immer eine Tücke, wenn man in der Stadt Münster mit stadtgeschichtlicher und kirchengeschichtlicher Forschung unterwegs ist. Es gibt die sogenannten Leihschaften, das sind die Stadtviertel, die sich aber nicht flächenmäßig mit den Kirchspielsgrenzen decken. Und wenn man diese Unterschiede nicht kennt, kommt man häufig in Verlegenheit. Hier ist aber für St. Ludgeri und für unser Thema einzig und allein die Kirchspielsgrenze ausschlaggebend. St. Ludgeri, St. Egidi, St. Servazi und St. Martini sind reine Stadtpfarreien. Die sind alle von St. Lamberti etwa in der Zeit abgefahrt worden, wo St. Ludgeri entstanden ist. St. Ludgeri war die erste. Und ursprünglich von den Pfarreien waren Liebfrauen über Wasser, Lamberti und halt irgendwo St. Mauritz vor Münster, auch die Kirchen, die als Pfarrkirchen für die Bauerschaften zuständig waren. St. Lamberti hauptsächlich im Südwesten und im Süden, Liebfrauen über Wasser, die legt es nahe, mehr im Nordwesten und im Norden und St. Mauritz hauptsächlich im Osten. Mit den neuen Pfarreien entstanden also praktisch aus Lamberti heraus reine Stadtpfarreien. Sie finden also keine einzige Bauernfamilie, die in diesen Kirchen halt eben Kinder taufen lässt. Es sei denn, dass wirklich jemand von außen in die bürgerliche Verhältnisse einheiratet. Der Dechant ist auch gleichzeitig der Pfarrer von St. Ludgeri. Er ist für die auch sowohl für die Leitung des Kapitels als auch für die Seelsorge der Pfarreingesessenen zuständig. Diese Arbeit macht er nicht alleine, sondern in der Pfarrseelsorge sind auch und meistens sogar vor allem die beiden Pfarrkapläne verantwortlich, also zwei Hilfspriester, die wirklich die klassische Seelsorge betreiben, taufen, heiraten, Beerdigungen und alles, was sonst zu einer vernünftigen pfarrlichen Betreuung dazugehört. Das Seelsorgemodell ist also der Pfarrer bzw. der Dechant plus zwei Kapläne, oder in den Quellen werden sie auch als Sazellane bezeichnet. Dieses Modell ist nicht nur für Ludgeri zu finden, sondern parallel mindestens, die Inhaber von Pfarrkaplaneien war stets mit der Inhaber einer Vikarie verbunden. Um halt die Kräfte zu halten, hat man sie mit einer der vorhandenen Vikarien noch zusätzlich ausgestattet. Die Seelenmessen waren, sagen wir mal, mit Sicherheit vom Arbeitspensum überschaubar, während natürlich die aktive Pfarrseelsorge ganz andere Anforderungen an die Priester stellte. Und dieses Modell mit einem leitenden Pfarrer finde ich und zwei Kaplänen finde ich sowohl in St. Ludgeri, in St. Martini, auch in St. Lamberti und in Beckum. Da ist es mindestens so der Fall. In St. Lamberti ist es natürlich insofern einfacher. Sie haben einen leitenden Pfarrer, sie haben dort 9 Vikarien und von diesen 9 Vikaren waren 2 dann zusätzlich in der Pfarrseelsorge eingesetzt. So, nun geht es um den Gottesdienst. Und wie sieht dieser Gottesdienst aus? Den kann ich Ihnen natürlich nur sozusagen schlaglichtartig kurz skizzieren. Ich zitiere hier textlich aus der Dissertation von
Friedhelm Wertebach aus den 1940er Jahren und er schreibt also dazu Folgendes. Die Visitationskommission stellte 1571 fest, dass das Hochamt durch den Stiftsgottesdienst nicht gestört wurde, aber im 18. Jahrhundert hören wir von Störungen. Das Kapitel ordnete an, dass der Pfarrgottesdienst sofort nach der Matutin, also einer der Stundengebete, beginnen sollte. Bei der Prim der Stiftsherren sollen die Kapläne sofort mit der Predigt aufhören. Die Publikander seien vor der Predigt vorzulegen. Die Frühmesse wurde auf Verlangen der Kirchspielsleute auf 5:30 Uhr gelegt, während sie früher um 5 Uhr war, also morgens. Die Vikare und Kapläne begannen aber manchmal nicht pünktlich. Die Kapläne hörten nicht auf zu predigen, wenn die Stiftsherren um 8 oder um 9 mit der Prim begannen. Also es gab dann Konflikte. Vielleicht mag die Verspätung auch an der Uhr gelegen haben, denn es sollte fortan ein Zeichen gegeben werden wegen Irrung der Uhrglocke. Beim Feiern besonderer Feste der Pfarrer nahmen die Kanoniker selbstverständlich Rücksicht, verlangten aber eine Benachrichtigung. Im Anfang des 19. Jahrhunderts baten die Kirchspielsbewohner, die Predigt auf die Zeit nach dem Hochamt zu verlegen. Demnach mag die Sonntagsordnung so ausgesehen haben. Matutin, danach um 5 bzw. 5:30 Uhr Frühmesse mit Publikandum und Predigt. Nach der Prim, ob auch andere Stunden, war das Hochamt. Früher predigt in der Messe vor der Opferung, später nach dem Hochamt. Um 11 Uhr war die letzte Messe. Da ja mehrere Priester an der Kirche waren, so mussten sie zwischendurch lesen. Das Statutenbuch bestimmte auch, dass nach dem Offertorium der ersten Messe jeder Priester Messe lesen könne, ohne dass der Dekan etwas einwenden dürfe. Nachmittags an den Sonn- und Feiertagen hielten dann die Jesuiten um 2 oder 3 Uhr eine Katechese im Kirchenschiff, zu der die Jugend beiderlei Geschlechts zahlreich herzuströmte. Der Organist spielte bei dieser Gelegenheit. Ich denke mal, vielleicht auch mal eine Anregung für die heutige Zeit. Mitwirkung von weltlichem Personal. Der ganze Betrieb lief natürlich nicht nur mit Geistlichen, sondern genauso wie es heute ist. Natürlich braucht man Angestellte und Leute aus der Gemeinde, die den Betrieb unterstützen. Das Wichtigste sind die sogenannten Provisoren. Das sind in der Regel 2 Personen, die für einen Vermögensfonds verantwortlich sind. Das heißt, das war nicht Sache der Geistlichen, sondern Sache der Gemeinde. Das sind erstmal die Kirchspielsprovisoren. Kann man grob vergleichen mit Tätigkeiten des Kirchenvorstandes. Da ging es schlicht und einfach um Geld und deren Verwendung. Dann gab es sogar Provisoren des Wegebaus, wobei mir noch nicht klar ist, wo sie überhaupt aktiv wurden. Ich habe bislang nur 1 oder 2 Quellenbelege und es ist noch nicht so ganz klar, in welcher Form dieser Wegebau überhaupt umgesetzt wurde. Dann die Kirchenfabrik. Da denkt man natürlich an was ganz anderes, aber es ist in Wirklichkeit die Baukasse. Auch das ist ein Klassiker der Kirchenvorstände, wenn Baumaßnahmen an der Kirche zu verabschieden sind. Dann gab es eine Bruderschaft, Beate Maria Virgenis, die auch 2 Provisoren als praktisch Leitung vorsah und damit auch die Vermögensverwaltung. Dann gab es den Almosenkorb, der 1375 gegründet wird, das heißt also hier ist die Caritas sichtbar. Und genauso gut die Speckfründe, die halt eben für die Ernährung von in Not geratenen Menschen sorgte, 1503. Für jede dieser Fründe gab es 2 Provisoren und dann auch Hinweis, die Archive dieser beiden Stiftungen sind hier im Stadtarchiv als eigener Bestand ausgewiesen. Und natürlich, was zum Betrieb auch zugehört, Küster, Organist, Kapitelsekretär
und einen Schullehrer. Der Kapitelsekretär führte die Protokolle. Das Domkapitel hat zum Beispiel einen Rendanten, der halt eben die laufenden Finanzgeschäfte übernimmt. Jetzt mal ein Einblick in die Zusammensetzung von St. Lüdgeri, nämlich das Personal um 1804 und 5. Das Dekanat war vakant, Franz Edmund Albers war 1803 gestorben. Dann kommt Hermann Melchior Krater mit 66 Jahren, stammend aus Münster. Dann der Kanoniker Johannes Henrich Hase, Thesaurarius, also der Schatzbewahrer, 58 Jahre alt, auch aus Münster stammend. Josef Link, zugleich auch noch Pfarrer zu Servatii, 55 Jahre, stammt aus Damme, also im Niederstift. Kanonikus Anton Meckel stammt aus Kallenhardt, das ist im Paderbornschen. Kanonikus Johann Henrich Gillhaus, zugleich auch Pfarrkaplan, da merkt man schon, dass es da in der Zeit, wir stehen nicht weit vor der Aufhebung, schon knapp wurde, dass sogar ein Kanoniker zugleich auch noch die Pfarrkaplanei übernahm, stammend aus Altenberge. Josef Borgmann, 50 Jahre alt, aus Münster. Johannes Ernst Druffel, 39 Jahre, auch aus Münster. Kanoniker Paul Tirell, 23 Jahre, auch aus Münster. Und dann der Kanoniker Heinrich Josef Osthus, 30 Jahre alt. Damit haben wir die 10 Kanonikate und Kanoniker bis auf die eine Vakanz auch hier stehen, wie sie halt eben 1608 durch die Reduktion entstanden sind. Hier kann man schon mal gleich vorweggreifen, überaltert war diese Gemeinschaft sicherlich nicht. Das ist eigentlich ganz guter Durchschnitt, wie man ihn eigentlich auch heute hat. Also so viel anders ist vieles doch nicht. Dann gucken wir uns die Vikare und Kapläne an. Chorkaplan Johann Bernhard Bohnenkamp aus Coesfeld. Anselm Merlin aus Münster, 26 Jahre alt. Ludger Kunst, auch aus Münster, 34 Jahre alt. Also Pfarrkaplan ist einer der beiden, der die aktive Seelsorge mitträgt. Der andere Pfarrkaplan ist Gillhaus, den hatten wir vorhin schon, aus Altenberge. Dann der Vikar Johannes Baptist Reine, stammend aus Aalen. Da gibt es eine Querverbindung nach Beckum. Zwei Neffen waren Kanoniker in Beckum. Also da auch Familienbande aus einem Ort über mehrere Kirchen. Die Reine waren unter anderem Richter in Aalen und der andere Verwandte ist Hontum. Hontum stammt wiederum aus Münster, also auch Beamtenfamilien. Dann, bei dem Namen werden viele sicherlich den sofort erkennen, Christoph Bernhard Verspohl. Verfasser vieler bekannter Kirchenlieder, die wir auch heute noch kennen. Achten Sie mal im Gotteslob, wie viele von ihm sind. Dann Josef Osthus, Adolf Wennemar aus Rheine, Johann Heinrich Baurichter aus Dreierwalde, also schon im Norden des Hochstifts Münster. Dann sind auch mal die weiteren genannt, der Schullehrer Lepping, der Organist Reinhards, der Küster Johannes Jakob Kunst, wohl ein Bruder des Pfarrkaplans Ludger Kunst, und der Sekretär Bernhard Hüger. Hier haben Sie also eigentlich eine typische Zusammensetzung einer solchen Institution. Viele münsterische Bürger oder halt eben Beamtenfamilien oder sonstige Herkünfte, in der Regel aus dem Hochstift Münster. Kallenhardt, Paderborn ist sicherlich schon etwas ungewöhnlicher.
Dann haben wir hier mal das Führen der Kirchenbücher. Die sind ja glücklicherweise online unter Matricula. Also habe ich hier mal eine Seite entnommen. Hier habe ich den Todeseintrag des Dechanten Franz Edmund Albers vom 4. August 1803. Und notiert hat das der erste Pfarrkaplan Kunst. Das heißt, der hat auch die Kirchenbücher geführt. Damit werden die Leute für uns wirklich dann auch schriftlich sichtbar. Und hier die entsprechenden weiteren Einträge. Also die Schrift sieht ähnlich aus. Ich denke mal, dass das alles aus seiner Feder stammt. Dann kommt das, was gekommen ist. Sonst hätten wir ja Ludgeri noch in dieser hier geschilderten Form. Das Ganze, die ganze Institution ist aufgehoben worden. Ursache des Ganzen ist 1789 die Französische Revolution und die ganzen Wirren, die sich dann halt eben über Deutschland hin ausbreiten. Schon im August 1802 wurde im Rahmen der Entschädigung für die Besetzung des linksrheinischen Ufers das Hochstift Münster, also das Territorium des Bistums, die sind zwar relativ ähnlich, aber ganz genau wird hier sozusagen das weltliche Territorium preußisch, das Bistum selber als geistliche Einheit bleibt ja weiterhin bestehen. Deswegen sollte man immer die Begriffe sauber unterscheiden, spricht man vom Hochstift als weltlichem Territorium und dem Bistum als geistlichem, der geistlichen Fläche sozusagen. Bei Münster sind diese Grenzen natürlich ziemlich ähnlich. Wenn man sich das Paderbornsche anguckt, sieht das ganz anders aus. Da ist das Hochstift in erster Linie die Fläche, die heute die Kreise Paderborn und Höxter umfassen. Während halt eben das Bistum Paderborn bis hoch nach Bielefeld und Herford ging und im Süden auch ins Waldeck'sche. Und das waren andere Territorien, also Grafschaft Ravensberg im Norden und Lippe. Dann wurde schon 2 Monate später die ersten Bestandsaufnahmen durchgeführt. 1803 kam der besagte Reichsdeputationshauptschluss, langes Wort, die im Grunde genommen diese Entschädigungen im Nachgang billigte und gleichzeitig wurde auch festgehalten, dass in geistlichen Institutionen keine Neuaufnahmen mehr erfolgen sollten. Das heißt also, alle geistlichen Institutionen sollten sozusagen auf natürlichem Wege aussterben. 1806, nach der Schlacht von Jena und Auerstedt, kam die französische Herrschaft. Münster wurde dem Großherzogtum Berg zugeordnet, Beckum auch. Dann kam die Kontinentalsperre und Münster wurde dann direkt dem Kaiserreich Frankreich zugeordnet. Die Grenze ging südlich von Münster ziemlich quer, sogar durch einzelne Pfarreien durch. Und dass die Aufhebung selber fand am 2. Dezember 1811 statt. Das heißt, die Aufhebungskommissare hatten das vorher bekannt gemacht und dann wurde schlicht und einfach inventarisiert, das Archiv in einen Schrank gepackt und der Schrank versiegelt. Und damit war der Betrieb zu Ende. Schlicht und einfach. Aber es wurde nicht aufgehoben, die Pfarrer. Die Pfarrer liefen natürlich weiter, aber Kapitel und alle Vikarien, die keine Pfarrseelsorge machten, war Schluss. Die wurden pensioniert und dann halt entsprechend vom preußischen Staat als Pensionäre bezahlt. Geistliche Pflichten hatten sie nicht mehr. Sehr gut kann man das sehen an dem zahlreichen Verkauf von Ländereien vor Münster in den Jahren 1812 und 13. Da wurden also Gärtenländereien reihenweise verkauft. Die Urkunden sind größtenteils da, ob sie vollständig ist, weiß ich nicht, aber es ist eine ziemliche Reihe, liegt im Landesarchiv in Münster. Dann wird 1813 Münster wieder preußisch und 1815 wird ja nach dem Wiener Kongress die Provinz Westfalen eingerichtet, womit dann also die Sache endgültig besiegelt ist.
Wer macht weiter? Der Pfarrdechant Johannes Henrich Hohmann ist ein Ex-Konventual aus Marienfeld. Marienfeld wurde schon 1803 aufgehoben. Er war sozusagen ohne festen Boden gewissermaßen, war geweihter Priester. Und da der Albers 1803 verstorben war, den Eintrag haben wir vorhin gesehen, gab es also für einen Ex-Konventualen, also letztlich für einen herausgeworfenen Mönch, eine Pfarrstelle halt hier in Münster. Die hatte er bis 1816, bis zu seinem Tode inne. Und was übrig blieb, ist sozusagen die Seelsorge-Grundstruktur. Der leitende Pfarrer, der jetzt nicht mehr Dächernd, sondern Pfarrdächernd heißt, und die Pfarrkapläne Ludger Kunst und Johannes Henrich Gillhaus. Übrigens auch Pfarrer Winner, der ja der letzte Ludgeri-Pfarrer war, war dem Titel nach in Ludgeri Pfarrdächernd und nicht einfach Pfarrer. Also wenn Sie einen Realschematismus, sagen wir so um das Jahr 1990, 2000 sehen, dann sehen Sie bei allen Kirchen, die vorher so eine geistliche Institution innehatte, den Titel Pfarrdächern. Das finden Sie für Freckenhorst, das finden Sie für Nottuln, das finden Sie auch für Beckum. Also alles, wo Klöster oder sonst wie Schwesternhäuser oder solche Kanonikerkonvente waren, wurde in allen Fällen der Titel Pfarrdächernd gewählt. Das war's. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich warte auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank also für diesen Ritt durch die Geschichte mit einigen Jahreszahlen, die ja in der Stadtgeschichte feststehen. Also die Gründung 1173, ne, mit der Einsetzung des ersten Fürstbischofs von Münster dann auch. Ein paar Namen, Familiennamen, die hier und da aufgetaucht sind, die in der Familiengeschichte bekannt sind. Wir machen das so, dass wenn Sie eine Frage haben, ich die Frage einmal kurz wiederhole, sodass das Publikum zu Hause an dem Bildschirm die Frage auch nochmal mitbekommt und dann können Sie antworten. Ja. Gibt es schon erste Anmerkungen oder Fragen? Ja, mich hat fasziniert oder verwundert, ich sage mal das Wort Inflation nicht an sich, weil ich immer gedacht habe, die kriegen so den zehnten Teil von irgendwas von der Länderei und das wächst ja irgendwie mit. Und das hört sich jetzt für mich so an, als wenn die einen festen, in zahlbaren Betrag festgelegt haben. Und das war so, also eine bestimmte Summe und nicht einen prozentualen Anteil. So ist es, ja. Ja, auch dazu als Erklärung, diese einzelnen Vikarien, wie ich sie vorhin aufgezeigt habe, waren sozusagen ganz unterschiedlich dotiert, denn die Geistlichen lebten ja von den Einkünften aus der Vikarie, die bekamen ja keinen zentralen Lohnstreifen vom Bistum, sondern lebten wirklich unmittelbar aus dem Vermögen. Und je nachdem, wie diese Vikarien vermögensmäßig ausgestattet waren, langte es vielleicht für den einen und für andere, wo die Vikarien deutlich schmaler ausgestattet werden, reichte diese Einkünfte nicht, sodass man sogar gezwungen war, eine zweite Stelle anzutreten. Das finden Sie dann auch in der Zeit, fangen die Kumulationen von mehreren Stellen werden immer größer, weil das Geld schlicht und einfach nicht reicht. Das heißt also, da muss ich dann sofort sozusagen vorbeugend sagen, Pfründenkumulation, manchmal wird es auch abschätzig als Pfründenjagd bezeichnet, Pfründenkumulation war schlicht und einfach nötig. Wenn man sich die heutigen Beschäftigungsverhältnisse ansieht, ist es ja ähnlich. Mitunter reicht ein Hauptjob nicht aus, man muss einen Nebenjob antreten. Und das finden Sie hier genauso. Es konnte einer Vikar an Ludgeri sein, aber war dann auch noch Kanoniker in Martini. Und genauso gut finde ich viele Domvikare als Kanoniker in Beckum. Die residierten meistens in Münster, aber hatten halt eben, damit man auch die Leute schlichtweg halten konnte, noch vom Bischof ein Kanonikat zum Beispiel in Beckum verliehen bekommen. Das war so, es musste sein. Wie groß war die Pfarre damals eigentlich? Also wie viele Personen waren da? Und wie viele von den Kanonikern waren tatsächlich an der Phase, die Frau beteiligt? Ich wiederhole die Frage einmal ganz kurz fürs Publikum zu Hause. Wie viele Personen umfasste die Gemeinde oder wie viele Personen waren dort tätig und wie viele
Personen waren in der Pfarrseelsorge. Ja, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht, aber es werden so 1500, 2000 etwa gewesen sein. Also im Grunde genommen die Haushalte, die ich auf der Karte gezeigt habe. Ja, und in der Pfarrseelsorge war in tatsächlich nur der Dächernd und die beiden Pfarrkapläne. Die anderen Kanoniker waren zum Beispiel Beamte im Generalvikariat. Das ist ja auch heute noch so. Alle Domkapitulare haben auch eine Stelle im Generalvikariat oder sind zum Beispiel Leiter der Caritas oder sonst was. Genauso gut Domvikare. Nur wenn Sie mal alle Geistlichen des heutigen Generalvikariats nehmen würden, würden Sie damit nicht auskommen, sondern wenn Sie solche Kirchen wie Ludgiri und Martini in der Form hätten, können Sie sicher sein, dass die dann alle solche Kanonikate bekommen würden, um halt eben abgesichert zu sein, um die Leute halten zu können. Also im Grunde genommen Pfarrseelsorge nur diese drei. Und die Vikare mussten ja nur gemäß Stiftung die Seelenmessen für die Verstorbenen halten. Konnte natürlich auch sein, dass ein Ludgiri-Vikar meinetwegen Pfarrkaplan in Martini war. Ging ja auch. Man konnte die Seelsorge in Martini machen, ging dann nach Ludgiri rüber, las die entsprechenden Stiftungsmessen und machte dann in der Seelsorge in Martini weiter. Vielleicht wiederholen Sie die Frage einfach. Mhm. Ja, ich habe eben gesehen, da war ein Mensch, der war 23 Jahre alt oder 26, ein anderer, die können ja keine ausgebildeten Theologen gewesen sein. Das ist richtig. Ja, ich gehe mal, also es war hier gerade die Frage gekommen nach dem Alter und nach der Ausbildung. Da gehe ich mal hier mal deutlich, ja, hier haben, ja, gehen wir mal dahin. Und einer war auf 23. Ja, richtig, ja, bei den Kanonikern. Ich habe es eingangs gesagt, aber ja, jetzt nicht so weiter fortgeführt. Mindestbedingung war, um Kanoniker zu werden, die Subdiakonatsweihe. Die Subdiakonatsweihe heißt im Grunde genommen, dass sie im Grunde genommen Helfer des Diakons sind. Als Subdiakon sind sie vielleicht so etwas wie ein guter, besserer Messdiener. Der Subdiakon verliest die Epistel zum Beispiel, aber er kann keine Sakramente spenden. Erst der Diakon kann ja Sakramente spenden. Und es reichte die Subdiakonatsweihe völlig aus, um die Stundengebete im Chor leisten zu können. Das heißt, sie mussten nicht die Priesterweihe haben. Priesterweihe musste nur der Dechant haben, als Pfarrer der Gemeinde, und die Pfarrkapläne natürlich. Bei allen anderen war das nicht erforderlich. Ja, was durfte denn der Herr Thürer, was durfte er denn machen? Also, im Grunde genommen pünktlich zum Chorgebet erscheinen und dann halt eben die 7 Chorgebete, die es gibt, mitbeten, und damit war er erstmal sozusagen durch. Schwieriger Job. Aber dazu muss man sich dann halt die Biografien der Einzelnen ansehen. Beim Studium finden Sie meistens juristische Studien, selten theologische Studien. Denn das ist fast der Regelfall, wenn es um Kanonikate, um solche Dinge geht, war juristisches Wissen sicherlich vorteilhaft. Gibt es noch weitere Fragen? Ein Stadtführer hat mir vor vielen, vielen Jahren gesagt, es gäbe drei Domen in Münster. Der Bischofsdom am Domplatz, der Würdedom am Weltweg und den Bauerndom durch die. Das würde ich so, also ich wiederhole die Frage. Es gäbe bei einer Stadtführung, sei gesagt worden, es gäbe sozusagen den Dom zu Münster, den Bürgerdom sozusagen Lamberti, Bauerndom Ludgiri, klares Nein für den letzten Fall. Sie haben ja die Zusammensetzung gesehen. Es sind einfach nur meistens münsterische Bürger oder im Einzelfällen kann man es auch nachweisen. Ich meine sogar, der Gillhaus wäre ein Bauernsohn aus Altenberge. Das kommt durchaus vor. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Auch bei Martini und Mauritz und so finden Sie hier und da auch mal Bauernsöhne. Aber Bauerndom, nein. Wenn man, ich kenne es so, dass die Freckenhorster gelegentlich von ihrer Stiftskirche sagen, das sei ein Bauerndom, das muss ich auch zurückweisen, das ist eine Stiftskirche.
Und wenn man überhaupt diesen Begriff mal verwenden darf, dann würde ich zum Beispiel Wadersloh nehmen. Das ist ja eine Riesenkirche in einem, sagen wir doch, überschaubar großen Dorf, in den 1880er, 90er Jahren gebaut, neogotische Kirche. Die wurde wirklich von den Bauern bezahlt, weil sie einfach Spaß dran hatten, dass eine neue Kirche gebaut wurde, um es mal etwas lax zu sagen. Die alte war nämlich vorher schlichtweg abgebrannt und abgängig. Es musste also ein neuer Bau her. Ich glaube, es waren mehr gemeindliche, gesellschaftliche Fälle in der Stadt. Ja, da, auch das würde ich in diesem Fall verneinen. Danke. Mhm. Weitere Fragen oder Anmerkungen? Mich würde sonst noch mal interessieren, Sie haben ja schon so ein paar, sozusagen sind gerade einmal auf die Namen der Münsteraner Bürgerfamilien eingegangen. Ja. Gibt es da Familien, die ganz typisch wirklich auch über längere Zeit immer wieder auftauchen? Und ja. Können Sie das erklären? Also kommen die zufällig zu Ludgeri oder? Nein. Also bei den Osthus und bei den Krater ist das auffällig. Die sind auch miteinander verwandt. Die Osthus, von denen ich rede, also es gibt mehrere Familien Osthus in Münster, die zwar namensgleich, aber nicht verwandt sind. Wenn Sie die Juweliersfamilie nehmen, die ist zum Beispiel mit den Osthus, mit denen ich mich näher beschäftigt habe, nicht verwandt. Also völlig unabhängig voneinander mit dem gleichen Namen in Münster eingewandert. Bei den Osthus, mit denen ich mich befasse, sind es meistens Weinhändler, durchaus Goldschmiede und Kramer. Während halt eben die JC Osthus am Prinzipalmarkt ziemlich früh schon mit dem Goldschmiedehandwerk anfangen. Und da finden Sie dann halt eben wirklich familiäre Verbindungen, wo also man sieht, aha, der Onkel zieht den Neffe in das Kapitel nach. Der dann also sagt, da es wird ein Kanonikat frei, passt gerade, schauen wir mal, dass wir deine Kandidatur durchkriegen und der Bischof dir die Kollation verleiht. Also Vetternwirtschaft ist anders. Das wäre jetzt, also Vetternwirtschaft würde ich jetzt als abwertend bezeichnen. Nein, Familienbande gibt es ja heute auch noch. Ja. Mich interessiert so die Einkommenssituation. So vielleicht da ein Gefühl für zu bekommen, wenn man einen Handwerksmeister nimmt und einen Kanoniker. Ja. Ist das wesentlich lukrativer, Kanoniker zu sein oder umgekehrt oder vergleichbar? Ich würde sagen, Handwerk, es kommt natürlich immer auch darauf an, welches Handwerk man ausführt. Auch die Handwerke sind ja durchaus sehr unterschiedlich lukrativ. Aber ich denke mal, wenn man Kanoniker war, war es schon ganz ordentlich. Ist ein bisschen mehr Handwerker, ein bisschen viel mehr Arbeit. Oder schwere Arbeit. Mhm. Die einen mit dem Kopf und die anderen mit den Händen. Richtig. Welche Voraussetzungen musst du denn mitbringen, wenn man Kanoniker werden will? Musst du eine Lateinschule besucht haben? Musst du eine Schule absolviert haben? Ja, das habe ich ja, da gehe ich auch nochmal zurück. Das habe ich ja bei der Aufnahme gezeigt. Jetzt muss ich aber natürlich einiges zurückgehen. Also, hier haben wir es. Possession, Vorlegen der Zeugnisse zur Verleihung, das heißt, dass man die Stelle verliehen bekommen hat. Geburtszeugnis müssen Sie auch heute, wenn Sie sich irgendwo bewerben, unterm Strich vorlegen. Und der ersten Tonsur, das reicht erstmal, du bist im geistlichen Stand. Reicht, um erstmal den Sitz im Chor überhaupt zu bekommen. Das konnte sein, wenn derjenige noch minderjährig war, also Mindestalter war 14, da wurde er aufgenommen, ging aber weiter zur Schule, hat aber schon eine gewisse Absicherung. Und wenn man sah, auch mit dem kann man was anfangen, dann schickte man ihn natürlich zum Studium, in der Regel zum juristischen Studium. Dann kommen sie wieder, sie haben ja die Stelle schon inne. Man bekommt die Subdiakonatsweihe nur, wenn man vorher eine Stelle nachweisen kann, sonst wurden keine weiteren Weihen erteilt. Das, wenn man sich die gedruckten Weiheregister oder auch die Originale anguckt, steht immer,
speziell bei der Subdiakonatsweihe, auf welchen Titel man geweiht wird. Das heißt also, in diesem Fall, wenn einer schon die Possessio hat, also damit eine Stelle innehat, konnte er zur Subdiakonatsweihe beim Bischof antreten und konnte sagen, ich habe diese Stelle inne, weihe mich zum Subdiakon, damit ich halt eben vollwertiges Mitglied werden kann. Also in der Regel Vorlage des Studiums und dann war das in Ordnung. Sie sagten eben, sprechen des großen Glaubensbekenntnisses. Ist damit das eine Zählung gemeint? Ja, genau. In welcher Sprache machen wir das? Also Sie können... Wenn die Jungen studiert waren, konnten die ja kein Latein, oder? Natürlich konnten die Latein, ja. Ja? Und die waren mit Sicherheit vielleicht dann, wenn sie sogar aus Münster kamen, in einer der Schulen der jeweiligen Kirchen zu finden. Oder sie waren halt am Paulinum, schon damals. Eine andere Frage, Sie hatten irgendwo zwischendurch auch Lehrer. Ja. Was machten die denn im Kapitel? Die Lehrer waren nicht, das waren die sozusagen die Zivilangestellten. Ja, was machten die? Wem lehrten die was? Den Kindern des Kirchspiels St. Ludgeri. Ach so. Gucken. Ja, hier. Genau. Ein zurück. Hier haben wir also der Schullehrer. Genau. Das heißt also, man hatte ein Schulgebäude. Bei Martini genauso, wo halt eben die Kinder des jeweiligen Sprengels unterrichtet wurden. Allgemein? Allgemein. Mit Schulen? Da bin ich überfragt. Ja. Bei Kirchen ist bestimmt teuer. Das muss man feststellen. Gab es eine Schulpflicht oder wurden die Eltern, die Kinder einfach hingeschickt nach Gutdünken der Eltern? Da bin ich auch schlichtweg überfragt. Also ich denke mal, Schulwesen für diese Zeit, dem mal wirklich substanziell nachzugehen, überhaupt Schülerlisten zu haben, um überhaupt sozusagen eine Art Laufbahn der Bildung zu rekonstruieren, dürfte schwierig sein. Okay. Ja. Allgemeine Schulpflicht im Bistum Münster ab 1687. Okay. Können wir mal wiederholen? Ja, mir wurde gerade mitgeteilt, die allgemeine Schulpflicht in Münsterischen, also im Bistum Münster ab 1697. Aber wie gesagt, wie die Umsetzung in den einzelnen Schulen vor Ort aussieht, ist sehr stark quellenabhängig, um überhaupt belastbare Aussagen hinzubekommen. Ja. Da häufig war es ja so, dass die Kinder oder die Jungs dann nur im Winter zur Schule geschickt wurden, weil sie im Sommer ja auf den Feldern helfen mussten. Gut, also da war gerade die Frage nach den Jungs, wann sie zur Schule gehen, ob im Winter oder Sommer. Bei Bürgerkindern würde ich sagen, ist es etwas anders als bei den Bauernkindern. Ja, ja. Bei Ludgeri ist es ja so, dass es eine reine Stadtpfarre, sodass sich diese Frage nicht unbedingt stellt. Natürlich, sie haben die Gärten außenrum, da muss ja auch irgendetwas getan werden. Aber auch das, Lebenswelt der Kinder in der Zeit wirklich vernünftig zu rekonstruieren mit belastbaren Quellen, sehe ich als schwierig an. Wäre sogar mal ein Projekt. Kinderbildung im alten Hochstift und Bistum Münster. Ja, ich glaube, das sind ganz gute Schlussworte, weil wir nämlich sehen, dass auch die Kirchengeschichte mit der Schulgeschichte, deiner Bildungsgeschichte, einer Geschichte der Kindheit und irgendwie auch mit der Stadtgeschichte zusammenhängt. Also wir haben noch viel zu tun. Und wenn Sie Interesse haben, dann besuchen Sie uns im Stadtarchiv und versuchen Sie mal die eine oder andere Spur nachzuverfolgen. Ich möchte zum Abschluss erst einmal nochmal auf den nächsten Thema hinweisen, so wie ich auch schon gestartet bin. Also am 25. Mai, auch ein Donnerstag, wieder ab 18 Uhr, beschäftigt sich dann Günther Sowa hier mit der Geschichte des Verlegers Josef Vienerius. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme, wie immer mit Voranmeldung vorab. Und als allerletztes möchte ich Ihnen nochmal danken, Herr Wunschhofer, für den spannenden Vortrag über diese 850 Jahre Geschichte St. Ludgeri. Ihnen auch nochmal herzliches Dankeschön fürs Zuhören.